Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen ein Fullface mit NARS-Produkten schminken. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe Glück gehabt dadurch, dass ich eben viele Trash-Pakete gemacht habe und Tauschpakete, dass ich halt schon benutzte Produkte mir ertauscht habe, ne, sodass ich das nicht alles selber von meinem Geld bezahlen musste. Ein bisschen was war mal irgendwie durch Zufälle irgendwo im Adventskalender drin oder in der Box oder keine Ahnung. Das ein oder andere habe ich mir dann tatsächlich auch im Black Friday Sale geholt und möchte das gerne dann jetzt mit euch zusammen testen. Das Einzige, was ich mir nicht geholt habe, ist ein Primer und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn dieses Video entsteht in Kooperation mit der wundervollen Firma Beautymates. Ich habe euch schon mal die Produkte von denen gezeigt. Da hatte ich einen Augenlifting-Booster und ein, was war das? Antifalten-Booster war das, glaube ich, auch. Und ich hatte die Creme, aber die haben das Ganze neu aufgelegt, vor allem die Cremes. Und hier habe ich jetzt die Hyaluron Lift Cream oder Hyaluron Cream Lift, 24 Stunden Intensivpflege und die ist halt wirklich wie trockene Haut. Maxime Giacomo vergleicht die ja gerne mit der Charlotte Tilbury Creme. Da muss ich wirklich sagen, er hat recht. Das ist eine richtig, richtig, richtig tolle Konsistenz. Die habe ich jetzt aktuell als Tagescreme in Anwendung. Ich mische mir die halt gerne mit den beiden Boostern, die ich zugeschickt bekommen habe. Man kann in diesem Set-Konfigurator sich entsprechend das Set so zusammenstellen, wie man das möchte. Wenn das nicht so gut wäre, würde ich hier tatsächlich auch nicht die Kooperation machen. Also ich kriege kein Geld dafür. Ich habe die Produkte bekommen zum Testen und einen Gutscheincode, ClaudisWelt20, den kannst du hier benutzen, wenn du möchtest. Ich verlinke dir auch die ganzen Produkte, die drei, die ich bekommen habe und den Set-Konfigurator mal unten in der Infobox. Und genau. Ich habe mir ausgesucht den Antifalten-Booster, weil, Leute, ne, ich kann Antifalten-Booster sehr gut gebrauchen. Und ich habe mir ausgesucht den Anti-Pickel-Booster für eine sichtbar reinere Haut. Den kann ich auch super gut gebrauchen. Und ich mache das tatsächlich so, also man kann sich das in der Hand zusammenmischen mit der Creme. Ich mache das, um ehrlich zu sein, so, dass ich mir erst den Anti-Pickel-Booster nehme. Da kannst du hier oben drauf drücken, dann füllt sich die Pipette. Und dann nehme ich mir auch nur eins, zwei von diesen etwas dickflüssigen Tropfen und gebe mir die auch gezielt dorthin, wo ich sie haben will. Ich habe jetzt hier unten nämlich so Unreinheiten und da kommt das einfach drauf. Ich habe vorher natürlich auch einen Toner verwendet. So, dann habe ich den Anti-Pickel-Booster drauf und dann nehme ich den Anti-Falten-Booster. Also im Prinzip mische ich mir das im Gesicht und da nehme ich mir auch so ein bisschen was von. Den kannst du dir auch gezielt aufgeben auf die Falten zum Beispiel, dass du den nur auf die Stirn machst oder so. Ich mag das einfach, dass man das hier, diese Wirkstoffgeschichte so zusammenmixen kann. Ne? Ich bin ja so ein Fan von sowas. Und ja, genau. Das fühlt sich super an, weil das auch extrem schnell einzieht. Ist aber ein bisschen sticky und das passt sehr gut, weil ich das ja mit der Creme zusammen auf dem Gesicht mische. Und die hat eine Konsistenz wie aufgeschlagene irgendwas. Also sehr fluffig wie Wölkchen. Super angenehm, weil super reichhaltig und das brauche ich ja mit meiner trockenen Haut einfach. Und das kannst du super, wie oft habe ich super gesagt, kannst du 1A als Primer verwenden, weil das eben alles vereint, was du für einen guten Primer brauchst. Ne? Also deswegen finde ich das echt klasse. Kann ich euch nur empfehlen, wie gesagt, Links in der Infobox, Gutscheincode ClaudisWelt20, 20% dann nochmal sparen. Finde ich schon eine Hausnummer, habe ich schon mal aufgebraucht, vor allem die Creme und die fand ich extrem gut. Und hier muss ich halt wirklich gucken, wie sich das so entwickelt im Laufe der Zeit, aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So die erste Woche, wo ich das jetzt wieder in Anwendung habe, gefällt mir das richtig gut. Jetzt trinke ich mir erstmal einen Schluck Kaffee, bevor ich hier mit dieser extrem hochpreisigen Marke loslegen werde. Also Prost. Tasse ist übrigens von Marion. Vielen Dank an dieser Stelle. Wo wir eben schon mal bei Maxim waren, ich werde natürlich sein Schwämmchen verwenden, weil ich das so aktuell ständig in Anwendung habe, ne? Luvia mit Maxim Giacomo. Ich finde es klasse. Das ist einfach ein tolles Schwammding. Ja. Als Foundation verwende ich die All Day Luminous Weightless Foundation. Ja, die habe ich neu gekauft. Die habe ich noch gar nicht verwendet. In der Farbe Light 6 Ceylan oder so steht hier hinten drauf. Oben irgendwo steht es drauf. Ich hoffe, dass die Farbe passt. Wir müssen mal gucken. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr hochwertige Verpackung. Das ist hier Glas tatsächlich. Und ich habe die jetzt gerade mal geschüttelt. Die ist sehr flüssig, ne? Also, puh. Da geht die Party ab. Positiv, wir haben ja schon einen Pumper dran. Bei manchen Foundations hast du es nicht im High-End-Bereich, was ich echt traurig finde. Ja, und ich weiß gar nicht, wo ich mir die aufgeben will. Ich gebe mir die aufs Schwämmchen. Und dann gucken wir uns die mal auf dem Schwämmchen an.
Oh, wow, ist die flüssig. Die zieht hier direkt im Schirmchen ein. Ja, vielleicht eher was für den Sommer von der Farbe her. Es kommt immer sehr, sehr wenig hier raus. Aber gut, es ist auch extrem flüssig. Sehe ich ein bisschen aus wie ein Simpson, weil das halt wirklich so gelb ist, ne? Also das Hautgefühl ist jetzt im ersten Moment wirklich gut. Wenn ich jetzt mal die Farbe einfach ausblende, gefällt mir das jetzt im ersten Moment. Okay, aufgebaut gefällt die mir definitiv besser. Auch wenn ich es von der Farbe her schrecklich finde. Ist die Luminous. Ein ganz kleines bisschen, ne? Also ich habe jetzt nicht so eine Ultrastrahlkraft, aber es ist nicht matt. Das ist schon mal positiv. Ich trage noch den Concealer auf, bevor ich euch dann gleich nochmal fürs Hautbild ein bisschen näher ranhole. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Dann sieht man das nämlich im Gesamten. Ich blende die auf den Hals runter, weil man sieht, mein Gesicht ist definitiv sehr gelb jetzt gerade. Concealer, den hatte ich mir mal in der Mini-Größe, ich glaube sogar bestellt. Das ist ein winzig kleines Ding in der Farbe Vanilla Light. Das ist dieser hier. Ja, ich hätte mir die Foundation wahrscheinlich auch in dieser Farbe holen müssen, ne? Das wäre mal eine Idee gewesen. Meine untere Augenpartie ist aktuell sehr problematisch, also von daher kann ich mir vorstellen, dass der Concealer jetzt ein bisschen Probleme haben wird, aber eigentlich ist es ein echt guter Concealer. Mal gucken, vielleicht kommt er sogar damit klar. Erste Schicht, gut verblendet, 1A. Also das ist ein schöner Concealer, der ist schön deckend und leicht zu verblenden. Ne? Also ein wirklich freundlicher Concealer, da habe ich auf jeden Fall immer meine Freude mit. Also ich habe den Concealer jetzt auch ein bisschen aufgebaut und die Deckkraft gefällt mir wirklich gut. Ja, der hat jetzt natürlich die Stellen so ein bisschen aufgehellt und gehighlightet, wo ich drüber gegangen bin, ne? Also in meinen Rötungen, aber ich hoffe, dass er da tatsächlich gleich mit dem Puder zusammen, dass das alles harmonischer wird. Genau, ich werde jetzt aber kurz noch eine Lippenpflege auftragen. Das ist ein Nasorgasm, irgendwas Afterglow Lip Balm. Genau, das ist einfach ein Lippenbalsam, ne? Den hatte ich auch mal in einem Adventskalender, glaube ich, drin. Weil meine Lippen sind so trocken. Färbt auch ein bisschen ein, passt zum Oberteil. Und den mag ich halt gerne, ne? Kann man schön so zwischendurch mal verwenden. Genau, jetzt kommt ihr mal näher ein bisschen ran. Ihr kommt mal ein bisschen näher ran. Foundation sitzt sehr gut auf der Haut. Hat jetzt keine trockenen Stellen irgendwie betont oder so. Ich finde, dass die Foundation wirklich gut sitzt. Das ist sehr positiv anzumerken. Auch der Concealer hat sich ein bisschen auf meine trockenen Stellen an der unteren Augenpartie oder vielmehr um meine Augen drumherum so ein bisschen abgesetzt. Aber das ist vollkommen in Ordnung, denn das machen aktuell alle Concealer. Meine Augen sind echt am Durchdrehen, also meine ganze Haut eigentlich. Man sieht es hier oben auch, ne? Das wird echt, also es ist eine Party, sagen wir es mal so. Jo, ansonsten gefällt mir das Hautbild definitiv. Auch dieses Luminous von der Foundation kommt ganz gut durch, dadurch, dass ich hier ja auch ein bisschen mein Setting umgestellt habe. Und wir haben es jetzt gerade 1 Uhr nachmittags, also quasi am Wochenende. Und da kommt dann hier auch so ein bisschen Helligkeit durchs Fenster. Und dann sieht man auch dieses Luminous, nicht nur durch die Lichter, die hier sind, sondern auch das natürliche Licht. Und dadurch sieht eine Foundation dann noch etwas natürlicher aus, etwas richtiger, realer. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ihr seht das halt so, wie ich dann auch quasi draußen stehen würde. Kommen jetzt zum Setting Puder. Da habe ich mir das Light Reflecting Setting Powder geholt. Hier sind 10 Gramm drin. Das ist echt super viel. Das ist jetzt die Verpackung. Gibt es da eine Farbe? Translucent Crystal habe ich mir ausgesucht. Ja, das macht auch Sinn. Ich mag diese NARS-Verpackung total gerne. Problem ist, es ist alles irgendwie gleich verpackt. Ne? Das heißt, du kannst dann, wenn du alle Produkte auf dem Tisch liegen hast, das nicht hundertprozentig voneinander unterscheiden. Großer Spiegel in diesem Puder mit dabei. Das hier ist auch so eine Puderquaste, die man zum zwischendurch mal Touch-up machen nehmen kann. Und das ist halt wirklich noch komplett neu. Luminous sehe ich gerade. Oh je. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es matt wäre. Aber nein, Leute. Hä? Ist hier noch eine Schicht drüber? Das fühlt sich an, als würde ich über Plastik streichen, Leute. Oder ist es nur die oberste Schicht? Ja, es ist die oberste Schicht. Oha. Das ist ja eigentlich, oder? Was mache ich hier? Das ist ja interessant. Seht ihr das? Ich gehe da gerade mit dem Finger durch. Und das sieht so aus, als würde ich so eine erste Schicht abkratzen. Kommt das auf meinen Finger? Mache ich irgendwas falsch? Ich weiß noch nicht, ob ich das hier richtig mache. Also es fühlt sich super, super angenehm an, ne? Okay, ich nehme Pinsel. Nehme ich mir einfach hier einen von BH Cosmetics und dann werde ich mit dem Pinsel erstmal unter meinen Augen den Concealer setten. Okay, Leute, meine Augen sehen wirklich schlimm aus, aber wir lassen uns davon mal nicht stören. Ich sehe es jetzt nämlich gerade auch nochmal aus der Nähe.
Da können die Produkte jetzt überhaupt nichts für. Ne? Es ist einfach gerade eine wilde Zeit. Und dann sieht alles manchmal etwas anders aus. Dieses Puder ist wirklich translucent. Das heißt, du siehst es nicht auf der Haut. Also es ist jetzt nicht irgendwie eingefärbt. Weder weiß, noch beige, noch sonst irgendwas. Da ist nichts da, ne? Nehme ich mir einen fluffigeren Pinsel, gehe in das Puder rein. Das ist echt merkwürdig. Das ist so merkwürdig. Und damit setze ich jetzt einfach mal mein komplettes Gesicht. Weil ich habe irgendwie nicht das Gefühl, weil das so enorm festgepresst ist, ne? Als würde mein Pinselprodukt aufnehmen. Aber wenn ich dann über das Gesicht gehe damit, dann sehe ich, dass der Pinselprodukt aufgenommen hat. Habt ihr schon mal dieses Puder verwendet? Wenn ja, ist es bei euch auch so? Das ist so komisch. Ich kenne das normalerweise, du gehst mit dem Pinsel durch und es ist halt pudrig. Deswegen gucke ich auch mir gerade ganz genau an, was ich hier so treibe. Weil normalerweise, ne, gehe ich einfach rein, fluffel, buff, buff, mach. Und buff, buff, mach, genau. Und so ist es irgendwie eine andere Konsistenz. Es ist was Neues. Das Puder macht auf jeden Fall, dass die Foundation und der Concealer und meine Haut vor allem besser zusammenpassen. Also das hat es auf jeden Fall gemacht. Ich finde es aber auf der Haut auch sehr, sehr trocken irgendwie. Es, ne, macht meine Haut noch trockener, als sie eigentlich ist. Aber ich weiß nicht. Ich muss es auch nachher so in Kombination und so weiter sehen. Aber das haut mich gerade nicht so vom Hocker, weil ich das so merkwürdig finde. Bronzer. Da habe ich zum einen den Laguna Bronzer. Der ist in diesem schönen Pöttchen. Und ich weiß nicht, ob das der Original ist. Den habe ich mir mal gekauft. Genau. Bei Look Fantastic müsste das gewesen sein. Der ist auch eher matt unterwegs. Ist aber schön von der Farbe her. Den mag ich richtig gerne leiden. Also, ist eine tolle Farbe. Ne? Ja. Dann habe ich nämlich hier in einem Trash-Paket nochmal drin gehabt. Ein Craving Set Dual Intensity Blush. Hä? Nee, das ist kein Blush. Das ist ein Bronzer und ein Highlighter. Beziehungsweise ein Bronzer-Topper, weil der sehr shiny ist. Den finde ich eigentlich auch ganz cool. Ist halt sehr intensiv pigmentiert und eher so ins Rotstichige. Ne, das ist halt nicht unbedingt so meins. Aber wir gucken einfach mal. Ich denke, dass sich das so... Also der ist von der Textur halt auch sehr, sehr cremig. Ne? Sehr interessant. Ich trage mir zunächst mal den Laguna Bronzer überall auf. Das mache ich relativ zart. Ich nehme da auch den Pinsel, mit dem ich eben das erste Mal versucht habe abzupudern. Habe ich gerade gesagt, ich will das zart machen und roll da drin rum, als gäbe es keinen Morgen mehr. Naja, aber der ist halt wirklich sehr gefällig, lässt sich wirklich schön auftragen und auch schön aufbauen vor allem. Ne? Das ist ein toller Ton, der mir persönlich auch sehr gut passt. Das ist für mich auch in einer Linie mit dem Love mit Hatice Schmidt und dem Physicians Formula Butter Bronzer. Genau, das ist so eine Linie und auch so ein bisschen der Milk Chocolate Soleil von Too Faced, wobei der Milk Chocolate Soleil ein bisschen heller ist. Na komm, und jetzt wo ich den Bronzer auftrage, geht es auch ein bisschen mehr mit dieser Foundation-Geschichte, die ich drauf habe, weil das ist einfach ein schönes, der macht einfach alles nochmal schöner, ne? Ein bisschen natürlicher, ein bisschen mehr wie mein Gesicht sein sollte. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Angst, dass mir der andere Bronzer, jetzt so ein bisschen dieses Finish, was ich gerade gemacht habe und was mir persönlich sehr gut gefällt, versaut. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Genau, die Fähnchen sind ein bisschen kleiner, weil das sind ja zwei Fähnchen in einer Palette. Da muss man halt aufpassen, dass man nur in den Bronzer reingeht. Und den trage ich mich hier mal so hin. Ach, guck mal doch, das geht klar, ne? Der macht so ein leichtes Satin-Finish drüber. Und auf der Haut ist er nicht so aufgetragen mit dem Pinsel, wie hier mit dem Finger. Ne? Ist natürlich auch nicht so farbintensiv. Im Prinzip habe ich mir den jetzt da aufgetragen, wo ich normalerweise auch Blush auftragen würde. Aber Blush kommt natürlich noch drüber. Doch, das gefällt mir. Ich hätte jetzt diesen Bronzer-Topper, sage ich mal, gar nicht gebraucht. Aber es sieht schön aus. Als Highlighter müssen wir selbstverständlich den Orgasm verwenden, oder? Das ist dieser hier. Genau, den haben wir bestimmt schon mal irgendwie alle irgendwo gesehen. Der ist krass. Der ist wirklich krass. Ja, der hat halt diesen wunderschönen Roséton und der hat so einen Goldschimmer mit drin, den man jetzt so nicht sieht, aber den werden wir gleich auf dem Gesicht sehen. Den sehe ich hier vor allem einfach mal auf meinem Finger. Krass. Ja. Und jetzt mach mich wunderschön, du wundervoller Blush. Der ist,
Der ist schon toll, ja. Wenn man Shimmerblushes mag, so wie ich, dann wird man ihn mögen, ja. Der spart dir in der Theorie den Highlighter, aber ich werde mir darüber auch nochmal einen Highlighter geben. Natürlich, je mehr du ihn aufbaust, desto mehr Goldpigmente gibst du dir auch auf dein Gesicht. Das sollte man nicht vergessen, aber ich finde den so schön. Der ist, wenn du den das erste Mal so aufträgst, erstmal relativ subtil. Aber du kannst ihn natürlich auch eskalativ aufbauen, ne? Wie das halt auch ganz normal vom Namen her so, ja, möglich ist, ne? Und da ich gleich eine sehr intensive Lidschattenpalette vor mir habe, kann ich den Blush auch ein bisschen mehr knallen lassen. Bei dem ist es halt wirklich, dass der auch sich wundervoll mit der Haut verbindet. Und je nachdem, wie man sein Gesicht so dreht und wie man so guckt, kommt der einfach so ein bisschen anders rüber. Mal so ein bisschen subtiler, mal sehr intensiv, mal dieser Goldschimmer. Ich finde den sehr toll, weil der macht eine schöne Bewegung auch ins Gesicht, auf dem Gesicht und natürlich auch so ein bisschen über die Nase. Dadurch ist alles dann auch ein bisschen niedlicher. Ja, ich mag den. Highlighter habe ich ja zum einen den aus der Palette, den wir eben schon gesehen haben. Das ist dieser hier. Der hat aber auch so ein paar Rosé-Pigmente mit drin, was halt, ja, schwierig ist, aber das wird bei dem anderen gleich genauso sein. Ne? So schaut der aus. Genau, der ist halt sehr kühl, ne? Weil der ja noch diesen Schein mit dabei hat, aber es ist Spiegelglanz. Und dann habe ich hier noch den Capri, den habe ich auch in einem Trash-Paket bekommen. Der dürfte etwas dunkler sein. Der ist dann ein kleines bisschen dunkler. Ja, der ist nicht so bunt, ne? Also der ist mehr so Champagner-schimmernd. Ich habe zwei Gesichtshälften, den einen gebe ich mir auf der einen Seite auf, den anderen auf der anderen. Dann nehme ich den Pinsel, den ich eben zum Setten um meine Augen herum genommen habe. Mache da die Puderreste von ab und gehe dann zuerst in den, der sich hier in dieser kleinen Palette befindet. Puh. Und trage mir den mal hier so auf. Oh. Der ist schön. Der passt jetzt auch gerade total zu meinem Oberteil. Der ist hübsch, ne? Und dann gehe ich hier in den Capri. Der ist ein bisschen pudriger. Der ist auch schön. Also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich wahrscheinlich eher für den Capri entscheiden, für den hier. Die Reste vom Pinsel kommen dann, noch nicht nur die Reste, überall hin, wo ich noch ein bisschen mehr Glow haben möchte. Schön. Sieht gut aus. Hat auch jetzt nicht irgendwie groben Glitzer oder so, ne? Das ist halt wirklich nass. Apropos Nass, ich möchte jetzt ein bisschen Setting Spray aufgeben. Ich habe jetzt natürlich keins von NARS und nehme da einfach hier Catrice Prime and Fine Dewy Glow Fixing Spray. Ist eigentlich eher zum Fixieren und weniger zum Setten, aber gib ihm. Und natürlich gibt dieses Spray auch noch ein bisschen Glow ins Gesicht. Das ist ja das, was ich auch gerne habe, ne? Genau, schön. Augenbrauen. Habe ich hier diesen Brow Perfector, in der sieht so aus. Ist halt so ein ganz klassischer Augenbrauenstift, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ne? Da haben wir hier einen Stift zum Hochdrehen und die Farbe sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Also sieht nicht so ja, komisch blondfarben aus, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und hier haben wir einen schönen Spoolie und dann trage ich mir das Ganze mal auf. Oh ja, das funktioniert gerade gut und die Farbe scheint auch zu funktionieren. Ui, das ging gerade super schnell. Das gefällt mir wirklich gut. Also das sind Augenbrauen, ne? Wie ich sie gerne immer hätte. Krass. Das ist toll. Ja. Leute, ich freue mich sehr darüber. Ich mache ja in letzter Zeit auch immer wieder diese Full-Face-Geschichten, ne? Dass ich euch die einzelnen Marken vorstelle. Und hier habe ich wirklich ein sehr, sehr gutes Color-Match gefunden, finde ich. Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Aber das passt. Lidschattenpalette. Eieiei. Jo, das ist die Studio 54 Inferno Lidschattenpalette. Die war halt so ultra krass reduziert. Deswegen konnte ich nicht anders, als dazu zu schlagen, weil, ganz ehrlich, ne, die sind normalerweise so nahezu unbezahlbar. Und wenn man dann halt zu einem bestimmten Zeitpunkt einkauft, wo es alles ein bisschen günstiger ist, also im Black Friday oder zum Jahresende oder so, da werden die Produkte meistens ja noch etwas günstiger, wenn sie halt nicht mehr ganz brühwarm im Sortiment sind. Ja, dann gönnt man sich das ab und an mal einfach zwischendurch. Und die, ach, guck mal. Die kannst du auf jeden Fall zwischen den anderen Produkten wiederfinden, denn die glitzert ja bis zum Mond und wieder zurück. Wunderschön. Oh, ich lieb's.
Bin gespannt, wie die Qualität der Lidschatten so ist, weil das kenne ich noch überhaupt nicht. Ich habe ja noch von NARS keine Lidschatten verwendet. Der Spiegel ist auf jeden Fall schön, auch wenn er hier ein bisschen dreckig ist und da einfach mal eine Folie drüber ist. Oh, der Spiegel ist noch besser. Da kann man jetzt natürlich sehr eskalativ unterwegs sein. Wir haben leider keine Farbnamen. Der Ton, den ich hier zum Setten nehmen würde, ist tatsächlich sogar mit ein bisschen Schimmer. Das finde ich interessant, ne? Also das schimmert sogar ein bisschen. Ja, da sind auch sehr viele Glitzertöne drin. Oh, die haben aber auch noch, habe ich jetzt ja gelernt, ne? Haben auch noch irgendwie ein Öl oder sowas mit drin. Ich weiß nicht. Sowas auf den Augen finde ich schwierig. Ja, das kannst du halt eher so tupfen. Das sind eher so Topper-Dinger. Also die jetzt zu swatchen macht eher wenig Sinn. Das kannst du halt eher so tupfen. Und dann schaut das so aus. Die haben aber keine Grundfarbe mit darunter. Das heißt, du hast da wirklich nur den groben, sehr, sehr groben Glitzer von den Farben. Und das Öl, was auch immer. Ich muss mir das mal eben abmachen, weil ansonsten haben wir gleich ein Glitzerproblem. Da haben wir grobe Schimmertöne drin, wie jetzt hier diesen bräunlichen und den roten, die aber nicht so grob glitzerig sind wie die beiden, aber schon sehr, sehr grob. Und wir haben hier noch einen Schimmerton, hier ist noch ein Schimmerton, hier ist noch ein Schimmerton und hier ist noch ein Schimmerton. Wir haben ein richtiges Schwarz drin, also nur, ja, wobei auch das Schwarz nicht wirklich matt ist. Also so schauen die regulären Schimmertöne aus, sage ich mal. Und der flasht mich ja total, ne? Finde ich wunderschön. Oh, schön, dass ich hier eben die Highlighter noch geswatcht habe und das hier einfach drüber swatche. Naja, so schaut das auf jeden Fall aus. Also die Pigmentierung gefällt mir so beim Swatchen schon mal richtig gut. Dann ja, sette ich erstmal mein Augenlid hier mit dieser Farbe, die ja auch ein bisschen Schimmer mit drin hat. So ein Aprikot. Ja, mein Look wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen intensiver heute werden. Gehen wir jetzt mal alle ganz stark von aus. Habt ihr ja wahrscheinlich auch schon im Thumbnail gesehen. Heißt, ich gehe jetzt schon mit so einem Smudger-Pinsel direkt in dieses Rot rein. Dippe ich auch vorsichtig rein, habe ordentlich was auf dem Pinsel. Na, da geht nicht viel von ab, wenn ich klopfe. Und den gebe ich mir mal gucken, nach außen hin. Auch theoretisch. Ich gebe mir den auf mein komplettes bewegliches Lid und auch ein bisschen drüber, weil Schlupflid und so. Ja, den mache ich mir jetzt einfach mal so als Basiston, weil ich habe ja eigentlich auch nichts anderes so zur Verfügung. Sowohl für die Lidfalte als auch so sonst irgendwie. Ne? Das sieht jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig aus, aber wir gucken mal, was daraus wird. Da nehme ich mir so einen sehr festgebundenen Pinsel von BH Cosmetics. Ist das jetzt auch einer. Der ist auch sehr, sehr gerade. Das ist ein ganz kurzer Smudger, würde ich eigentlich dazu sagen. Und dann gehe ich jetzt hier in dieses Schwarz rein, in die letzte matte Farbe. Das möchte ich mir hier oben so auftragen. Und das auch so nach hier hinten aussmoken, so ein bisschen. Und hier hinten werde ich das mit dem Rot einfach mal zusammenblenden. Auch so ein bisschen noch in die Lidfalte rein, dass ich jetzt kein Schwarz in der Lidfalte habe, sondern nur so eine leichte Rauchnote davon. Irgendwie so. Jetzt nehme ich mir so einen Lidschatten-Auftragepinsel, das ist jetzt von Morphe, der M124, und gehe in dieses schimmernde Rot rein. Ja, die Farbe lässt sich schon ganz gut damit greifen. Ich hoffe, dass ich die jetzt nicht ansprühen müsste oder so. Den möchte ich mir auf mein bewegliches Lid geben. Ich habe jetzt erstmal den Pinsel angesprüht, dann nimmt er vielleicht ein bisschen mehr Farbe auf. Nee, das trägt eher die Farbe, die da drunter ist, ab. Das ist blöd. Ich schaffe mir eine Basis mit diesem hellen Schimmerton, der hier ist. Gebe den mit dem Finger auf mein bewegliches Lid und gebe mir dann das Rot ebenfalls mit dem Finger darüber. Gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Darüber nochmal den Schimmerton geben. Weil dieser Ton ist auch echt nicht gut pigmentiert hier, ne? Kommt gar nicht gut raus hier. Also das ist gerade so ein kleines Fail, was hier mit der Palette gerade auf meinem Auge passiert. Ich hatte irgendwie eine andere Wunschvorstellung. Ich versuche es jetzt aber trotzdem zu Ende zu bringen, Leute. Ich mache das jetzt nicht neu. Nee. Ich nehme jetzt wieder diesen Pinsel und das Schwarz und gehe an den unteren Wimpernkranz damit. Mache den Pinsel etwas sauber und gehe dann auch nochmal in das Rot. Klopf ab und blende das ein bisschen damit aus, damit das nicht ganz so hart ist.
Nehme mir den Blendepinsel und dippe jetzt ganz vorsichtig, da kommt nichts auf den Pinsel, swipe einmal vorsichtig durch das Schwarz, setze mir das nach außen und blende mir das richtig ein. Also jetzt mache ich mir wirklich einen ganz, ganz rauchigen Look. Jetzt gehe ich aufs Ganze. Leute, mir gefällt der Look überhaupt nicht. Ich mache ihn ab. So, den unteren Wimpernkranz habe ich jetzt so gelassen, das heißt auch mit diesem Schwarz, was ich ganz dezent mit dem Rot ausgeblendet habe. Jetzt möchte ich oben einfach einen relativ soften Augenlook schminken. Ne? Ich begebe mich jetzt einfach mal wieder in meine Komfortzone. Das heißt, ich gehe hier in diesen ganz, ganz hellen Schimmerton, nehme da einen Lidschattenauftragepinsel. Ich habe jetzt auch neue Pinsel genommen, weil selbst die Pinsel haben mich gerade zur Weißglut getrieben. Ich gehe in den nächsthelleren, der ist nicht ganz so fest. Das ist eher so ein Beige-Ton hier oben. Der ist besser. Den trage ich mir im Inner Corner auf und in meinem inneren Drittel. Daneben setze ich einfach diesen braunen Schimmerton. Also die Schimmertöne, die beiden, die ich jetzt hier verwendet habe, funktionieren sehr gut. Die gefallen mir auch. Sind aber eigentlich nicht jetzt für sowas so in dem Sinne wahrscheinlich gedacht gewesen, aber gut. Mit einem Blendepinsel gehe ich einfach in den Bronzer rein, um mir eine Lidfalte zu basteln und das Ganze hier auch ein bisschen harmonischer zu gestalten. Weil gerade wenn man so trockene Augen hat, wie ich die jetzt gerade habe, und sich dann noch Schimmertöne da reingibt, verstärkt man das Ganze natürlich noch, ne? Den Highlighter Capri nehme ich für meinen Innenwinkel und unter der Augenbraue, um ein bisschen zu highlighten, weil dieser Schimmerton aus der Palette dann doch etwas zu dunkel geworden ist. Den Pinsel, den wir gerade so lieb gewonnen haben, sprich den hier, nehme ich auch, um mir quasi eine Wimpernkranzverdichtung mit dem Schwarz zu machen. Das Schwarz ist nicht gut. Keine Experimente mit dem Glitzer, weil das wird jetzt nicht funktionieren. So lasse ich das jetzt. Ich mache da nicht noch mehr Rampampam. Das hat mich gerade schon genug aufgeregt. Das, was ich jetzt tatsächlich noch machen werde, ist, dass ich mir einen Eyeliner nehme. Da habe ich hier einen aus dem Adventskalender High Pigment Longwear Eyeliner. Das ist so ein richtig schönes Schwarz. Und den gebe ich mir auf meine Wasserlinie. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr cremig und sehr cool. Cool im Sinne von, der geht ab wie ein Zäpfchen gerade. Dadurch, dass er so irre cremig ist, nutzt er sich aber super schnell ab. Das sieht jetzt mal auch sehr heiß aus, ne? Und den gebe ich mir aber auch noch mal ein bisschen nach oben hin. Das wird jetzt richtig hart aussehen, aber mal gucken. Das ist wenigstens mal ein richtig hochpigmentiertes Schwarz, das muss man wirklich dazu sagen. Und dann nehme ich jetzt auch diesen Pinsel, um das auszublenden. Der ist echt fast schon hier komplett abgenutzt, ne? Den kann ich schon wieder anspitzen. Krass. So, die Lidschattenpalette, Leute, die hat mich gerade so dermaßen enttäuscht. Das fand ich echt übel, weil die ja echt super, super teuer ist. Meine Augenbrauen muss ich gleich auch noch mal ein bisschen nachziehen. Da habe ich ein bisschen zu viel abgeschminkt. Aber jetzt kommen wir zu einem Teil, der mir richtig Freude bereiten wird. Hoffe ich, eine Mascara. Und zwar habe ich die kleine Größe von der NARS Climax Extreme Instant Volume Mascara hier. Das ist diese. Da weiß ich gar nicht. Habe ich mir die bestellt oder habe ich die gratis mit dabei gekriegt bei der Bestellung? Die schaut auf jeden Fall super cool vom Packaging aus, obwohl das halt die Mini-Größe davon ist. Hat es trotzdem noch diese aufregende Verpackung. Und das ist einfach ein Kunsthaarbürstchen, würde ich jetzt mal so dazu sagen. Aber mit sehr, sehr dicken Borsten und auch allgemein das Bürstchen ist sehr dick. Riecht sehr angenehm tatsächlich. Also für eine Mascara, 1A. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara, die basht gerade alles weg, ne? Also die macht auch alles wieder wundervoll, lässt den Look total klasse aussehen. Und hätte dieser Augenlook auch funktioniert, ich glaube, das hätte dann auch hammermäßig ausgesehen, weil das ist so ein richtiger künstlicher Wimpern-Effekt. Das haut mich um. Wie hammermäßig jetzt meine Wimpern gerade aussehen, ne? Das ist schon krass, also wie die steil geht. Die ist
sehr, sehr schwarz tatsächlich. Die ist verdichtend, die ist verlängernd. Natürlich ist es jetzt auch nochmal eine andere Kiste, dadurch, dass ich einen Kajal trage, ne, strahlen die Augen auch mehr. Aber ich habe jetzt endlich wieder einen Augenlook, auch wenn er sehr basic ist. Diese Mascara finde ich klasse. Hammer. Wenn die jetzt wirklich auch so lange so bleibt, wäre das tatsächlich auch eine Mascara, die ich mir nachkaufen würde, weil mich das gerade extrem vom Hocker haut. Cool. Was eine Höhen und Tiefen hier bei diesem Make-up, oder? Ich bin gerade selber, also mir ist ganz schwindelig. Abschließen möchte ich diesen sehr natürlichen Look mit einem sehr natürlichen Lippenprodukt. Und da habe ich hier von NARS ein Velvet Matte Lip Pencil. Die Farbe schreibe ich euch auch unten mal in die Infobox mit rein. Den hatte ich auch mal in einem Adventskalender und der ist toll. Also der Lippenstift ist matt, aber nicht totmatt. Das ist wirklich dieses Velvet-Gefühl. Es ist sehr, sehr angenehm und der ist auch sehr langanhaltend. Man merkt ihn gar nicht auf den Lippen. Das finde ich extrem gut und deswegen mag ich den auch so gerne. Ich finde nicht, dass mein Look jetzt so aussieht, als wäre er so teuer gewesen, um das mal so zu sagen. Die Foundation, wir müssen uns noch ein bisschen anfreunden, um das mal so zu sagen. Hat einfach nicht diesen Glow, wie ich das normalerweise dann erwartet hätte, wenn es eine Luminous Foundation ist. Die Mascara finde ich klasse, die Lidschattenpalette hat mich enttäuscht. Den Eyeliner finde ich schön. Ja, Concealer, den mag ich ja sowieso. Augenbrauen finde ich klasse, die haben mich 1A überzeugt. Blush Bronzer Highlighter finde ich auch wunderschön, aber irgendwas fehlt. Wisst ihr, was ich meine? Dieser Wow-Effekt, und den hatte ich mir ja eigentlich, ich meine gut, den habe ich bei den Wimpern jetzt und bei den Augenbrauen, aber den hätte ich mir bei der Lidschattenpalette, die ja, was weiß ich, 60€ oder so normalerweise kostet, wirklich erwartet. Aber das ist eine Palette, die werde ich auch sehr wahrscheinlich einfach nicht behalten, ne? Weil das ist, so einen Look kriege ich mit jeder Essence-Palette, die sich da neben mir in meinem Schrank befindet, hin. Das ist gruselig tatsächlich. Aber na, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich mein Fullface mit den NARS-Produkten. Denkt auf jeden Fall, um nochmal auf was richtig Positives zu kommen, an meinen Gutscheincode CLAUDIESWELT20 bei Beautymates. Ne? Das nochmal am Ende. Wirklich gute Produkte, die einem wirklich Freude bereiten. Und ja, ihr Lieben, das war es jetzt von mir. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt nicht so gut ausgefallen ist. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extrem drüber freuen und das wäre auch sehr, sehr hilfreich für mich tatsächlich. Falls ihr es noch nicht getan habt, gerne ein Abo hinterlassen, denn auch das supportet mich enorm. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich wirklich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!